Servus Leute, willkommen zurück zu Medieval. Ich habe mir gedacht, ich zeige das hier nochmal, weil das hier ist einfach geil. Der ist so cool. Ja, ich habe mir gerade so, ich gucke so manchmal, also ich gucke sehr gerne Wetten, das, weil ich finde, da sind fast immer interessante Wetten dabei. Nur diese Sportwetten, die mag ich irgendwie nicht so gern. Da mag ich lieber die Wetten, wo die Leute sich konzentrieren müssen und irgendwelche krassen Dinge erraten müssen. Und ich habe so ein bisschen jetzt geguckt, da war so eine Wette, wo, wie war das nochmal? Da waren 20 Frauen, die... Moment, eventuell kommt jetzt eine Katze hin, deswegen sage ich das gleich. Dicke Kürbisse, mhm. Ich bräuchte mal wieder so ein Silberschild. Okay, keine Cutscene, aber da vorne ist wieder... Was heißt wieder? Da vorne rollt so ein Kürbis auf mich zu. Ja, da war ein... Da war so ein Typ. So ein Bodypainter. Und er musste aus den, ich glaube, 20 oder 30 Frauen, die da waren, die auch alle bemalt waren, musste er erkennen... Ja. Oh, what the fuck? Und der. Ah. Weil die Frauen wurde alle ihr. Ne, wurden von den Frauen, die ausgewählt wurden, der Hintern bemalt, weil Bodypainting, ihr wisst ja wahrscheinlich, was das ist, also sprich, der ganze Körper wird bemalt und die Frauen und Männer, die haben sich dann nur spärlich bekleidet. So, die haben Gesichter. Ja. Oh. Ah, ihr seid wie diese Viecher da aus Diablo, diese Selbstexplodierer. Keine Ahnung, wie die heißt. Tobsüchtiger irgendwas. Und was war dann der Weg dahin? Auf jeden Fall waren da verschiedene Damen, die bemalt waren, weil Bodypainting und so. Und... Er und der Mann musste dann durch die Abdrücke, die die Frauen, verpisst euch. Also sprich, die Frauen haben sich dann auf so ein Blatt Papier oder so gesetzt. Der Mann musste dann aufgrund ihrer Hinternabdrücke erkennen, oder ab welcher Hintern zu welcher Frau gehört. Schon irgendwie interessant. Schwert verzaubern. Ja, von mir aus. Ich wette, hier komme ich rein. Aber das Lustige, also das Gute an der ganzen Sache war, da war so ein Typ, David Auer. Nicht David Auer, Auer. Nicht David Auer, Auer. Und nicht David Auer, sondern David Garrett ist der, glaube ich. Das ist so ein Geigenspieler und holy shit geht der ab. Weil der hat gewettet, dass der Typ nicht schafft. Ah, jetzt bin ich hier. Er hat die Wette verloren und musste dann für ein... Ja. Für ein Paar musste er dann Geige spielen exklusiv. Und David Garrett... Bleibt das verzaubert? Ja. Habe ich dann erfahren, ist wohl ja, einer der besten Geiger der Welt. Wie es scheint. Und den kannte ich gar nicht. Oh oh. What the? Verpisst euch. Ich sehe nichts. Ach. Und holy shit, geht der auf der Geige ab. Hau ab, du Mistvieh. Jetzt habe ich ziemlich viel Lebensenergie verloren, weil die Kamera umgespackt hat. Piss dich. Danke, Scheißkamera. Ich hasse dich auch. Und das sagt mir, auf dieses komische Kürbisfeld soll ich noch nicht kommen.
Scheiß Hentai-Tentakel. Ich bin doch blöd wie Hölle. Also ich kann die zerstören, bevor sie explodieren. Kann ich mich nicht auch einfach so schützen? Hinter mir sind bestimmt auch welche. Hau ab. Kriegt ziemlich wenig hier. Ah, da ist so eine Hand und ich habe die nötige Rune dafür. Holz und Kürbiskopf. Wenn ich euch vernichte, bevor ihr irgendwas machen könnt, habt ihr null Chance. Oh, ich kann hier rein. Hau ab. Pisst euch. Ich hasse euch. Ihr seid zwar nur Kürbisse, aber erinnert mich an. Ich glaube, in Elite Ninja Hamster war das die, die so gern Kürbiskerne isst. Ich hingegen mag Kürbiskerne eigentlich nicht. Aber nun gut, jedem wie er will, jeder muss nicht das Gleiche mögen. Ich wollte mich nur hier um die Hütte nochmal umgucken. Okay, eine Rune. Eigentlich dachte ich hier, also ich habe zwar vermutet, dass das sowas ist, aber eigentlich dachte ich, dass Fortescue dann am Stand brennt und nicht im Kreis. Energiefläschchen, danke. Kann ich gut gebrauchen hier. Mit Horrokürbissen. Da hast du. Nee. Kommt näher, wenn ihr euch traut. Ihr habt was gegen euch. Wehe. Hau ab. Warum leuchten die eigentlich so komisch? Das magische Schwert muss logischerweise auch irgendwann ausgehen, oder nicht? Ah, da ist ein Heiler. Ein Heilbrunnen. Wie auch immer. Hau ab! Auch du. Ich weiß schon, warum ich Kürbisse nicht mag. Naja, das deswegen nicht, aber. Falls kann ich mich jetzt mal ein bisschen heilen. Eigentlich hätte ich schon vor ein paar Stunden aufnehmen sollen. Weil ich habe nichts mehr. Ich habe nur mehr einmal hier Dingens. Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles 2. Und von dem Spiel habe ich gar nichts mehr auf Lager aktuell. Deswegen, ich müsste eigentlich mehr aufnehmen, aber ich bin irgendwie viel zu faul aktuell. Ja, ich weiß, müssen ist eigentlich kein Muss. Aber ihr wisst, wie ich das meine. Weil ich verwende ganz gern den Ausdruck müssen, obwohl es eigentlich kein Muss ist, sondern mehr in gewisser Weise ein Müssen. Nicht wörtlich, aber sinnbildlich im übertragenen Sinne. Sinnbildlich im übertragenen Sinne, ist klar. Ich habe keine Ahnung, wovon ich rede, und ich auch nicht. Ich könnte ja rüberspringen, haha. Ich kann cheaten. Der Gehäuse drauf. Was brauche ich für eine Rune? Erdrune, oder? Ich habe jetzt nicht gelesen. Erdrune. Okay, vielleicht ist da drin irgendwo. Vielleicht ist da irgendwo ein Loch. Oh, da hinten ist Geld, da ist ein Buch, da sind Kürbisse, die jetzt tot sind. Kann ich das wegkicken? Ne, ich hätte auch hier lang gehen können. Oh, ich bin mal wieder. Immer ist die Polizei erlaubt. Die magischen Pilze bewegen sich auf und ab. Sie bringen euch immer höher, aber passt besser auf, dass ihr nicht abstürzt und spurlos versinkt. Das bringt mich immer höher. Jetzt Jump-Anlagen hier. Will mir das gefallen? Ich glaube nicht. Was zum? So, ich rutsche ab.
würde jetzt gerne da links hochspringen, aber da rechts ist Fat Money. Ich gehe da lang. Leck mich, ich hätte geldgierig sein sollen. Pass auf, ich bin gierig. Ja, manchmal muss ein Wolf auch mal geldgierig sein. Vor allem, wenn ich auf dem Auto spare. Okay, da ist die Rune. Das sind mega Todes-Horror-Kürbisse. Ich sehe gar nicht, wohin ich baller. Oh, da ist. Leider. Scheiß Kürbis. Okay, Erdrunge. Perfekt. Kann ich jetzt so wieder zurück? Ist das Shortcut? Ja, ist es. Ich mache aus euch eine Kürbissuppe. Heilen kann ich leider nicht mehr. Hat bestimmt was gerollt, oder? Ja, haut ab. Nein! Dagegen konnte ich nichts tun. Überall Kürbis-Gatsche. Gatsche vor allem, aber das ist so ein Ausdruck, den eigentlich ich verwende. Und hier irgendwie. Vielleicht so. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie der Dash nochmal ging. Warum mache ich es nicht einfach so, hä? Ihr frisst Pfeile, Bolzen meine ich. Pfeile schießt man in den Bogen. Ich bräuchte jetzt so einen Händler, damit ich mir ein paar. Ja, danke. Damit ich mir ein paar Bolzen holen kann. Der Händler war da unten irgendwo. Moment, dann gehe ich nochmal runter und hole mir 3 Milliarden Bolzen. Oh, ich renne. Guckt, wie er rennt. So, nochmal gucken, wo war der Händler? Da bin ich schon an ihm vorbeigerannt. War der hier? Jetzt habe ich vergessen, wo der Händler war. Ja, jetzt kommen wieder die Lorenor-Witze. Hahaha. Danke, ich weiß auch, dass ich ein Lorenor bin. Da war der hier irgendwo. Von da komme ich. Das ist uninteressant. Da liegen ein paar Kürbisse. Da war ich gerade. Okay, ist kein Händler hier. Das ist ein bisschen suboptimal. Da muss ich Wurfdolche nehmen. Und mit Wurfdolchen wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Ist ja zum Glück auch eine Distanzwaffe. Wenn nicht, schmeiße ich einfach Händelhaxen. Hahaha. Und wisst ihr, was ich heute gesehen habe, als ich von A nach B gefahren bin? Ja gut, ich habe heute mehrere Dinge gesehen. Zum einen 2 Rettungswagen, ein Notarzt. 2 Rettungswagen, ein Notarzt, 2x die Feuerwehr. Und 4x die Polizei. Alle hintereinander. Und wisst ihr, was passiert ist? Es ist ein Baum auf die Straße gefallen. Also auf ein Autofahrer drauf. Da muss man auch ein Pech haben, damit man genau dann an so einer Stelle auf der Straße fährt. Oh geil. Damit ein Baum auf einen kracht. Das ist leider echt Pech. Okay, da geht's nicht rein. Das heißt, das war nur für die Rune. Aber wisst ihr, was ich auch heute gesehen habe? Nämlich ein Eichhörnchen, was von A nach B gerannt ist über die Straße. Das war echt süß. Ich liebe Eichhörnchen, die sind echt süß. Und heute Morgen, das war schlimm. Heute Morgen war so ein Unwetter. Also vielmehr Regen. Unser ganzer Parkplatz stand unter Wasser. Okay, ich habe jetzt eine Rune, oder? Sternenrune. Ich brauche jetzt nur eine jeweilige Hand dafür. Ja, und dann bin ich eben im Auto gefahren, weil ich musste heute natürlich außer Haus, leider. Sonst wäre ich gar nicht außer Haus gegangen. Und der Regen wurde immer schlimmer. Ich musste dann leider auch das Auto verlassen, weil ich musste ja zu Fuß wohin.
Und es hat nicht sehr lange gedauert und ich war komplett eingeweicht. Meine Füße, also mir kam es so vor, als ob ich nicht mehr Schuhe antragen würde, sondern dass ich irgendwie auf zwei nassen Schwämmen herumspaziere. Das war echt schlimm. Naja, sei es drum. Ich habe, ja, jetzt denkt ihr euch, ja, warum ziehst du keine Stiefel an? Winterstiefel oder so. Ja, die habe ich heute angezogen, weil ich habe ja neue Winterstiefel. Aber mit dem Auto zu fahren, oh mein Gott, das war so richtig kacke. Ja, genau hier war der Händler. Weißt du was, ich versuche mal was. Ha, dachte ich mir doch. Okay, da geht's nach unten. Ich will aber nicht nach unten fallen. Wobei, komme ich wieder hoch? War ich hier schon? Hier geht es jedenfalls nach oben. Ah, okay, hier war ich schon. Oh, wie dick das Breitschwert aussieht. Wow. Moment. Was soll das? Oh, hier kann ich keine Kamera. Armbrustbolzen, ja. Perfekt. Jedenfalls heute war viel los, wettermäßig, und das war richtig bescheuert. Alles klar, rein mit mir. Wow, Zeitlupe. Was ist das? Ein Kelch. Ah, den hätte ich füllen müssen. Ah, das ist natürlich schön veräumelt. Veräumelt vor allem. Hä? Hier gibt es mehrere Ausgänge. Oh nein, Lorenor. Er ist wieder da. Wie immer. Oh Gott, nicht schon wieder so eine Wurmameisengruft. Ich leide zwar nicht an Klaustrophobie, aber war ja Klaustrophobie, die Angst vor engen Räumen, oder? Ja. Jetzt bin ich hier. Bräuchte so eine Sternentür, habe ich die irgendwo mal gesehen? Da ist auch ein Ausgang, logischerweise. Trotzdem so engen Gängen, da gehe ich trotzdem nicht so gern rein. Auch wenn ich nicht an Platzangst leide. Unterplatzangst. Sagt man an Platzangst leide oder Unterplatzangst? Ich glaube, man sagt Unterplatzangst. Ich leide zwar nicht dran, aber so wirklich viel Spaß macht es mir auch nicht. Da ging es lang. Wo war denn hier das Loch? Nee, da war das andere. Aber hier war noch eins. Da war das eine. Achso, dann war das erst gar kein Loch, sondern einfach nur ein Grafikfehler. Ich dachte, hier irgendwo geht es auch nach oben. Ja, toll. Der Weg war umsonst. Naja, egal. Rennt sofort das Cube nochmal. Das hilft mir leider nicht weiter. Tralalalala. Ruf, dass ich hier keine Karte habe. Wie sah der Anfang von dieser Kürbisfarm überhaupt aus? Vielleicht habe ich ganz hinten am Anfang irgendwo was übersehen. Ich habe irgendwie vergessen, wie der Dash geht. Das ist echt nicht geil. So, hier war der Anfang. Ich sehe hier keine Hand, die mir zuwinkt. Hallo, ich bin die Hand. Gib mir die Rune. Wenn dir ein Leben lieb ist. Wenn nicht, dann. Wobei, du bist ein Skelett. Du hast kein Leben mehr. Ich will nicht wissen, wie oft ich mich jetzt schon wieder verlorenort habe. Scheiß Lorenor-Spitzname werde ich nie mehr los. Aber will ich ihn loswerden? Das ist die nächste Frage. Eigentlich nicht. Weil
tatsächlich habe ich ja nichts gegen Laurent und Zorro. Ich mag ihn sogar verhältnismäßig. Eine blöde Mücke fliegt hier rum, die nervt total. Was ist das? Das ist aber schon verbraucht. Warum ist denn das so laut? Dieses Oh. Kann ich da einfach so rein? Nee, oder? Ich kann es auch nicht kaputt machen. Toll, ich habe eine Sternenrune, aber die Hand dafür fehlt. Hallo Hand! Kannst du mal winken? Bitte? Nur ganz kurz. Ich glaube, die Hand mag mich nicht. Ah, da ist sie. Stimmt, ich bin ja sofort wieder umgedreht, weil ich nichts hatte. Was ist das denn? Deck mich. Ja, war ja klar. Ekelkürbis, hau ab. Ich bin werde ausgepeitscht. Hey, hau ab. Okay. Ich könnte auch so gegen die kämpfen. Hau ab. Warum leuchtet der eigentlich so komisch? Wollt ihr explodieren? Scheiß Tentakel, hau ab. So, dir kann ich gar nicht schaden. Nur du kriegst nur Schaden durch die Tentakel, oder wie? Ah, und du sinkst immer weiter. Und jetzt habe ich das Ei zerstört und jetzt ist er böse. Nee, ich habe eine Rune bekommen. Hm. Hau ab. Sonst verfütter ich dich an Elite Ninja Hamster. Der hat eure Artgenossen auch schon verspeist. Okay, da geht's weiter, da muss ich mit dem Hammer drauf klatschen, aber. Also die Tor. Das Tor ist auch offen. Haut ab! Verpisst euch! Noch so ein Trunk. Wow! Da kam sie aus dem Nix. Ich meine, mich überraschen zu wollen, aber irgendwie hat es nichts gebracht. Nixe, ja komm her. Booms. Umse diveln. Er darf da rumzurollen. Jetzt gibt's ordentlich Popo-Klatsche. Seht, wie ich mein Schwert schwinge. Wie ein Wilder. Mit Eleganz. Nee. Weit weg von Eleganz, aber egal. So, Fläschchen war hier. Danke. Hier ist noch eins zur Sicherheit. Wie geil. Geld. Der Geldspur folgen oder hier dann? Erstmal hier. Schön vernichten. Habe ich ja eine Erfahrung damals in Höhle gemacht. Gut, Shortcut. Oh, hier ist sogar was. So, hier sind noch mehr zum Zerdeppern. Ja gut. Bald ist der Trunk voll. Der Kelch, meine ich. Noch mehr zum Zerschnetzeln? Nö. Allzu lang könnte das nicht mehr dauern. Das sieht verdächtig aus. Dann eben nicht. Wollte die Folge eigentlich nicht so lange machen. Ja gut, weil die Folge letztes Mal ein bisschen kürzer war, mache ich es jetzt ein bisschen länger. Das Geräusch ist hier klappt. Oh, da ist schon Schluss.
Verbeugt euch vor dem Herrn des Gemüsefelds, der einzigartigen Pflanze, die mit ihren edlen Ranken eine Armee ins Feld führt. Er ist rund, er ist gesund und er ist Zaroks Geheimrezept. Er ist König Kürbis. Klingt eher nach Pumpkin, König der Geister. Yu-Gi-Oh! Da hinten war doch noch der Kelch, warum kann ich da nichts mit anfangen? Ja, ich weiß, es fehlen glaube ich noch ein, zwei Gegner oder so. Ja, offensichtlich gibt es hier gar keinen mehr. Das ist ja blöd. Ja, egal. Ui. Ich geh mal. Vielleicht komme ich zur Karte jetzt. Gut, ich komme zur Karte. Das habe ich gehofft, weil wenn jetzt ein Bosskampf gewesen wäre, dann wäre es irgendwie leicht doof gewesen. Die Kürbisschlange. Also eigentlich habe ich von Kürbissen jetzt genug. Naja, egal. Schauen wir mal, was, wo mich mein Weg nächstes Mal hinführt. Das war Medieval. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.